So, na gut. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Layers of Fear. Ich bin der Fangamer. Und wie es jetzt weitergeht, sehen wir gleich. Ich habe hier die Tür mittlerweile gefunden, habe ein bisschen herumgeirrt. Ah, da ist die Tür. Geilo. Das schaut nice aus. Ja, das Bild nimmt Formen an. Das Bild nimmt Formen an. Ja, und das ist noch meine Schokoladenseite. Das ist noch meine Schokoladenseite, Alter. Das ist noch hübsch gemacht. Na gut, setzen wir fort. Henning hat gemeint, ob das mein Ebenbild ist. Alter. Da bin ich. Wo ich echt Probleme habe, dass es teilweise wirklich echt dunkel ist. Thank you.
gleich da zurück. Da leuchtet so komisch. Ja. Geil. Das ist echt krasser Shit hier. Hey, what is that? Wait, what day is it? It's Sunday? You mean I... Oh, well, why didn't you come and get me? Yeah, God damn it! You know how I get when I'm caught up in my work! Ah, okay. Stimmt, du hast recht, Alex. Ist ein bisschen besser. Ohne Licht. Alter. Jetzt auch weiter, aber da ist auch was. Hm.
Da geht's auch weiter. Aber das ist wirklich ein sehr einsteigerfreundliches Spiel, muss ich sagen. Manche würden das wahrscheinlich als fad empfinden. Ich finde das nicht so. So kannst du halt viel zu viel Sachen aufmachen, die unnötig sind eigentlich. Okay, doch nicht sofort. Ist da auch was? Nein. Alter. Ich glaube, das mag ich. Das ist, glaube ich, mein Genre.
Gesetz. Fuck, Alter. Ist das geil? Ja, ich weiß eh für dich. Alter Hase, alter Profi. Alter. Fuck, Alter. Na gut, sind wir wieder da. Oh ja, wenn man das auch gemacht hat, der hat Probleme. Ja, stimmt. Hast du den zweiten Teil eigentlich auch gespielt? Hier kam also Chucky her.
Die Rätsel sind wirklich leicht. Ja, ich würde sagen, hier ist ein guter Zeitpunkt, die YouTube-Folge zu beenden. Ich bin der Fangamer, macht's das gut, bis dann. Ciao und Baba.